könnten uns eine Falle bauen. Ich wüsste nicht warum, aber wir könnten es bauen. Guck mal, können wir die Dings bauen? Waren das so? Nee. Was war uns jetzt im Inventar? Herstellen. Funktionen. Verschiedenes. Ne? Struktur. Kühlschränke. Ja. Wir haben wieder alles da, was wir dafür brauchen. Dann stellen wir mal so einen her. Eine Räucherkammer. Aber jetzt habe ich Öl. Ich weiß nicht, was wir dafür alles brauchen. So, was war das nochmal? Zimtpulver, Öl und gegrilltes Fleisch. Okay, wir brauchen Öl. Zimtpulver können wir selbst herstellen. Öl müssen wir uns holen. Waffen, Munition, Trennungspfeile. Einige dürfen wahrscheinlich Klingen im Ohr haben. Wie ich gerade. Ich hoffe, dass jetzt die 59 geklang. Ich bezweifle aber irgendwie stark. Und irgendwie bezweifle ich, dass wir das überleben werden, aber man kann es doch wissen, ne? Ja, er hat sich freigekriegt. Aha. Hi. Tja, das wird ein längeres Unterfangen hier. Aber vielleicht klappt es ja. Der rennt jetzt schon weg, okay. Das heißt, wir müssen ihn gleich bald haben. Na komm, kipp um. Ha, wir haben ihn! Yay! Inventar öffnen, keine Stimberries, das wäre eine schlechte Idee. Aber die mögen Mayo-Bären mögen die eigentlich sehr, hab ich mal irgendwie gelesen. Deswegen, ich klatsche ihnen einfach alles, was ich jetzt, was ich mal, zack. So, das dürfte jetzt eigentlich alles an Bären sein, da noch, die kriegt er noch, die ich ihm geben kann. Ja, ja, fress meine Kleine oder Kleiner? Bisten. Weiblich, meine Kleine, fress. Aber dich müssen wir außerhalb des Zaunes stehen lassen, dich können wir nicht mit reinnehmen. Aber einen Sattel können wir irgendwann bauen, sobald wir genug Metall haben. Habe ich denn überhaupt einen Pronto-Sattel gelernt? Schon wieder. Das machst du fein. Pronto. Pronto-Sattel, nein, haben wir nicht gelernt. Dann nennen wir den jetzt. Und dann gehen wir auf großer Farmtour. Was läuft denn da hinten? Ach, die Viecher. Ja, unser Pronto. Entschuldigung, dass ich dich erstechen musste halber. Aber es hat doch gelangt, hätte ich nicht gedacht.
hätte nicht gedacht, dass unser, dass also das, was wir da gesammelt haben, wirklich so lang wird. Wir sollten auch mal was essen. Da hinten ist noch so ein Robbenvieh. Aber der braucht Filet. Den anderen werden wir auch angreifen, aber ich glaube, den werden wir eher. Ich will so ein Robbenvieh haben. So ein Mops haben. Problem ist, wir müssen uns sehr beeilen. Weil diese Filet-Dinge sonst schnell vergammeln. Yay, wie nennen wir sie denn? Wir nennen sie Regina. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen komme, aber wir nennen sie einfach so. So. Das ist die Regina. Sie lebt auf großem Fuß. Sie gibt mir das Pfötchen. Guck. Komm mal mit. Ja, wie machen wir das jetzt mit dem Filet? Komm. Wir müssten uns jemanden mitnehmen dann, bei dem wir das dann drin lassen können. Na. Bleibst jetzt hier? Bleibst du da? Ja, bleibst da. Wir nehmen mal. Ich hab echt einen Kühlschrank oder sowas. Ich glaube, wenn ich. Nehme ich dich mal mit. Zumachen wieder. Lass dich aber erstmal hier so stehen. Komm her. Nicht, dass du mir nämlich angegriffen wirst und getötet wirst, das möchte ich nämlich nicht. Bleib da stehen. Ich rufe dich dann. Ja, erwischt. Der ist jetzt wieder frei. Ist doch klar. Ich ein bisschen mehr. Wir haben tatsächlich mehr. Jetzt müssen wir sofort trotzdem mehr. Ja, jetzt geht es doch drauf, verdammt. Nein, unsere Bäder jetzt auch. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich zwei Viecher verlieren. Ja, wirklich nicht. Unsere Munition ist leer. Haben wir denn überhaupt noch Munition? Ja, wir haben jetzt noch die normalen Steinpfeiler.
Den hat es jetzt auch erwischt durch ein anderes Vieh. Nämlich ein. Irgendein anderes Vieh hat es auf jeden Fall jetzt gerade erledigt. Ja, ich versuche es einfach mal. Wir müssen hier aus dem Wasser rauskommen. Hi. Das, meine Lieben, ist ein Megalodon. Da. Okay, es braucht da ein bisschen länger. Komm. Da hinten irgendwo einen gesehen. Wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt liege. Ist der jetzt nicht mehr da? Ah, oh, da ist er doch. Ich hab doch so einen. Organische Polymere. Der will auch was anderes? Im anderen stand aber Filet, oder? Ganz mehr bedeppert. Sind das verschiedene Vorlieben, die Viecher da haben? Ist schade, mein Raptor. Zeit. Ich weiß, dass da hinten noch einer rumgegammelt ist. Mit diesen komischen neuen Viechern. So, wo? Ist nicht mehr da. Schade. Moment. Ah, da. Da steht. Seltenes Filet. Wo denn jetzt hin? Da. Ein seltener Pilz. Also ich wollte verschiedene Gegenstände oder was? Aha. Das muss ich mal irgendwann mal in Ruhe. Da glaube ich, glaub, ich gerade gar nicht mehr durch hier bei den Viechern hier. Die legen sich an selben Pilze, andere wollen doch ein Filet. Ich muss doch veräppeln, das Spiel, oder? Ah, das Spiel klaut! Jetzt habe ich das. Oh, das Vieh beklaut einen.
okay. Hinten ist einer von den Schildkröten. Ja, das da, keine Ahnung. Ich hab da, ich blick da jetzt gerade irgendwie nicht mehr durch bei den Viechern. Wir werden uns jetzt auf den Wetterdörfer abschieben müssen. Doch nicht. Schade um die Viecher, ich will hier gerne zähmen, aber ich weiß nicht wie. Ich bekomme natürlich unendlich viel Fell und Fleisch und diverse andere Sachen. Aber das Vieh, wo ich eigentlich das Fleisch herhaben wollte, bekomme ich natürlich nicht. Ja, und du bist hier fast tot. Dummes Vieh. Was ist das hier, ein Astfreund? Wir bringen jetzt erstmal unsere Bertha nach Hause. Die selbst sind auch jetzt nicht mehr so die gesündesten. Ich habe keine Ahnung, wo das Filetvieh hin ist. Ich glaube, es wäre der hier, aber es ist der nicht. Der will nämlich einen Pilz. Der andere will Polymere. Ich habe keine Ahnung. Kommst du mal näher? Gut. Auf, wir gehen nach Hause. Komm. Schaffst du es rein? Hier ist das Tor. Hier. Komm. Und jetzt gehst du hier durchs Tor. Komm. Sag mal, bist du doof? Nochmal. Eieieiei, hier ist ein Carnosaurus und den sollten wir vielleicht nicht zu nahe kommen. Komm, komm rein. Komm. Komm her. Bertha, du wirst noch sterben. Du machst es voll kaputt. Die Rache für unsere Bertha. So.
ärgerlich, aber was will man machen? Erstmal alles nehmen. Ich kann nichts mehr machen. Wo ist eigentlich mein kleiner... Huch! Tor ist noch offen. Ah, da seid ihr beide. Gut. Naja. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch einen Kommentar da. Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr es möchtet. Ansonsten, ja, man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Ciao.